Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Hier wird auch irgendwo Werbung in der Ecke stehen. Ich habe nämlich eine Anfrage gekriegt wegen einem Wi-Fi Smoke Alarm. Und zwar der XS01-WT von X-Sense. Da. Und das hat mir super in Kram gepasst. Weil man ist ja verpflichtet, hier so ein Ding zu haben. Aber ich weiß nicht, ob mein Vermieter mir vorschreiben kann, welchen ich hier bei mir im Wohnzimmer haben muss. Weil ich würde dann den im Wohnzimmer abknallen und den nehmen. Weil den können wir über eine App steuern. Da brauchen wir die Tuya-App. Die habe ich schon drauf. Ich habe aber auch schon gesehen, dass es mit der Smart Life-App geht. Die werde ich gleich mal einrichten, die Tuya-App. Wir werden jetzt erstmal das Unboxing machen. Ich muss erstmal den Klebestreifen losmachen. So. Mache ich mal nach unten. So. Und hier haben wir dann praktisch die QR-Codes drauf für die Tuya-App und einmal für Smart Life. Smart Life nutze ich ja gerade für meinen LED-Bilderrahmen. Hier wird dann nochmal erklärt, wie es festgeschraubt wird. Hier haben wir nochmal, achso, das ist der QR-Code zur Webseite. Hier ist nichts drauf. Hier steht dann nochmal X-Sense. So, jetzt gucken wir uns mal an. Ich weiß auch nicht, ob die Batterien gleich mit bei sind. Hier haben wir eine Karte mit bei. Dann haben wir hier eine Anleitung mit bei. Wir haben so, Schrauben mit bei und Dübel. Wobei die bei mir, wo sie meins angebaut haben, nicht mal Dübel benutzt haben. Die haben irgendwelche Schrauben und einfach das Ding da an die Wand gepflastert. Also das Unternehmen, was das für meinen Vermieter gemacht hat. Riecht aber also. Riecht ein bisschen chemisch, muss ich sagen. Wie Bleiche oder so. Keine Ahnung, riecht irgendwie komisch. Aber wir haben auch einen Test. Hier ist irgendeine Pappe oder irgendwas dazwischen. Ach. Für die Batterie. Für die Batterie ist hier, sind hier zwei so eine Schondinger mit bei. Und wo plus minus ist. Okay. Gut, also ich habe es nur mal aufgemacht, damit ihr das sehen könnt. Batterie ist mit bei. Das ist halt die Halterung. So. Dann haben wir Schrauben und Dübel mit bei. Ja, einmal praktisch die Halterung. Und der Melder an sich. Tütchen mit zwei Schrauben und zwei Dübeln. Eine Anleitung und, keine Ahnung, eine Rentry-Card oder so. Ja, mehr ist da jetzt so nicht mit bei. Und dann würde ich sagen, Unboxing erledigt. Wir gucken uns den gleich mal an. Ich melde mich vorher noch bei der Tuya-App an. Muss ich mir noch einen Account einrichten. Oder war ich bei Tuya mal angemeldet? Ich muss mal gucken. Ich mache mir schnell bei Tuya einen Account. Und dann sehen wir uns gleich im Hardware-Video wieder. Bis gleich. Ahoi. Sagt euer Odin.